Hast du das? Da ist auch Ja. ein. Da sind auch Geräusche. Ja. Ah. Das klingt so blubbernd. Ist das der Kühlschrank? Kühlschrank, wie soll der denn so blubbern hier rüber? Ja, vor allem, wie soll der hierher Wie kommen? soll der Wir herkommen? sind mitten im Wald, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das. War Ja. das nicht das Geräusch, dass wir. Das. Du meinst doch nicht das Geräusch, als wir bei meiner Familie saßen, am Lagerfeuer. Und der Kühlschrank blubberte. Der Kühlschrank, der war nämlich nicht direkt am Lagerfeuer, das ist ja klar. Der Kühlschrank war in einer kleinen Hütte. Da hatten wir diesen, wie heißt das, wenn man Strom macht ohne Aggregat. Aggregat, ganz genau. Und da war der Kühlschrank angeschlossen, weil das war ein ziemlich heißer Tag. Und dann fing er so an zu blubbern, als die Sonne auch noch drauf schien. Ganz genau. Ja. Der war mega am Arbeiten. Ja, Ja. ja. Das Krasse war ja, du hattest massenweise Bier in den Ich wollte es Kühlschrank. gerade sagen, massenweise Bier, ja. Ja. Massenweise Bier. Ach. Nee, Und das war ein schöner Tag im Wald an und für sich. das war ein super, Ja. ja, weil auch so viele Leute da waren. Ja. Ja, und das Coole echt, und dann warst du betrunken und am nächsten Tag einfach dann so. Ja. Hat eigentlich jemand aufgeräumt? Doch, natürlich, wir haben alle aufgeräumt. Okay. Wir haben alle aufgeräumt. Und das Tolle war ja eigentlich, dass Bier einfach nicht kalt geworden ist, weil der Kühlschrank völlig überfordert war. Und wir waren im Wald und dein Vater ist losgefahren Ach, und zur hat einen Tanke noch. Ach massenweise Gott. Wasser. Ja, und bei der Tanke wäre es ja clever gewesen, das Bier dann halt aus dem Kühlschrank zu nehmen, aber nein, es gab dann das Bier trotzdem normal im Kasten aus der Lichtkühlung. Da hätte man auch gleich zum Aldi fahren können oder so. Ja, das war dann so. Aber weißt du was? Das war total schön. Ja, das fand ich auch. So schön, dass ihr mich mitgenommen habt. Also ich meine, ist ja nicht normal so. Sonst ist man ja so schnell der Dritte, ne? Wenn man mit so einem Paar unterwegs ist. Aber ihr seid toll. Danke. Es ist wirklich auch etwas Besonderes für uns, weil wir sind immer alleine unterwegs. Aber dieses Mal dachten wir, wir nehmen jemanden mit, damit es mal ein bisschen Abwechslung gibt, oder? Schön gesagt. Ja, und das hier, das ist dein Bett. Da schläfst du. Gefällt es dir? Das ist sehr rustikal. Ja. Ja, wir dachten, du machst Ja. es praktisch. Ist ja bald. Und Willst du ein Bier haben? direkt neben eurem Bett. Ja, damit wir nicht so lange getrennt sind. Naja. Vielleicht kann ich ja im Wohnzimmer auf dem Sofa schlafen. Da gibt es doch kein Wohnzimmer. Das ist Außerdem so weit weg. Also ja, hier ist doch viel wirklich. schöner. Möchtest du nicht. Also schau doch mal. Schau mal, du könntest ja vielleicht einfach. Du kannst dich auch erstmal zwischen uns legen. Seid ihr sicher, dass ich so derjenige bin, der zum ersten Mal mit euch, das klingt mir so. Ja, Ja, definitiv. Und soll dann also, zwischen euch, wir schieben die Betten sozusagen zusammen. du kannst ja auch aussuchen, wenn es dir zu viel ist, erstmal in der Mitte, dann links oder rechts. Ich wollte Also, gerade sagen, vielleicht doch lieber links. ja, lass mal die linke Seite testen und wenn, dann kannst du ja mal in die Mitte oder dann rechts. Du kannst in ihm schlafen, du kannst bei mir schlafen. Schaust einfach, was für dich das Schönste ist. Wir wollen ja, dass es uns allen dreien gut geht. Ja. Ja, vielleicht abwechselnd. Wir haben ja ein ganzes Wochenende. Dann kann ich einmal neben dir und einmal neben Peter schlafen. Das ist mal eine interessante Idee. Tolle Idee auch. Ja, das hat noch keiner gesagt bis jetzt. Oh. Ja, das können wir gerne mal ausprobieren. Also wir sind ja auch so völlig unerfahren in diesen Sachen. Also es ist. Ja, also Ja. möchtest du dich jetzt vielleicht einmal erstmal hinlegen und Probe liegen? Peter, du legst dich einfach mal neben ihn. Ihr beide probiert das mal aus und dann Pass schaut ihr mal, wie auf. das ist für Wir nehmen euch. dich erstmal in die Mitte. So.
Aber das geht mir alles so schnell. Wie fühlt sich's an? Sag schon. Ist es toll? Toll. Ja. Bleib ich hier so liegen. Ja. Ja, ja. Sollen wir dir noch eine gute Nachtgeschichte erzählen? Ich fühle mich total wohl. Ich glaube. Oh, das ist schön. Ja. Das wollten wir auch so. Ich muss mal Pipi. Darf man dann kurz Pipi machen gehen? Ja. Ja, aber nicht zu lang. Nicht zu lang. Und lass das Licht an. Wir lassen dich raus. So. Moment, so. Rutsch doch mal. Und okay, kommst du vorbei? Moment. Wo sind denn meine Schuhe? Ist es in der Toilette? Ja. Deine Schuhe? Die sind hier unten. Da unten. Ich glaube, ich habe sie an. Weißt du was? Ich gehe ohne hier Schuhe. Hier vielleicht? Ich gehe ohne Schuhe auf Toilette und. Stopp, okay. Aber denk an die Brille. Yeah! Peter? Was findet? Ich glaube schon. Reisen mit Freunden ist immer eine Überraschung. Da erlebt man ganz besondere Dinge. Dinge, die man vielleicht sonst nicht so erlebt. Und ich bin vor vielen, vielen Jahren, das muss so 96, vielleicht sogar 94 wahrscheinlich gewesen, 1994, da bin ich mit zwei Freundinnen und einer Freundin nach China gefahren. Mit Rucksack sind wir durchs Inland gefahren und auf dem Weg zurück wollten wir die drei Schluchten, die ja heute durch den Staudamm versunken sind, fahren mit dem Boot, was wir dann auch geschafft haben. Womit wir nicht gerechnet haben, ist, dass auf so einem Boot, da sind Hunderte, ich weiß nicht wie viele Chinesen, die auch alle vorne stehen wollen und diese Schluchten anschauen wollen. Und da kommt man nicht durch. Das ist so eine Masse, das sind wir gar nicht gewöhnt. Und wir wollten noch Fotos machen. Und dann kam unsere Mitreisende, eine blonde junge Frau, aufs Deck. Und wie von magischer Hand öffnete sich diese Masse. Alle starrten sie an. Die hatten wahrscheinlich höchstens mal im Film eine blonde Frau gesehen. Und die konnte dann durch diese Öffnung ganz nach vorne gehen, wir natürlich hinterher. Und dann hörten wir es hinter uns. Klick, 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 klick. Ein unglaubliches Klicken der Kameras. Die waren bestimmt super glücklich, eine blonde, junge, schöne Frau vor diesem Panorama zu fotografieren. Und das war schon was Besonderes, weil es gab mir dann doch auch sehr zu denken, so wie exotisch wir waren. Für uns war ja das Land total exotisch und diese Zeit, aber für die Chinesen waren wir die Exoten und wir wurden fotografiert und angeguckt. Und irgendwie kam man sich vor, wie wenn man auf dem Mars landet oder umgekehrt. Also wer ist eigentlich der Exot? Sind wir die Exoten oder sind es die? Und es war wirklich sehr berührend, weil die waren dann auch alle sehr freundlich und es war eine schöne Fahrt. Wir waren 48 Stunden auf dem Boot unterwegs und alle wollten mit uns reden. Das war wirklich schön.